Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Clash Talks. Und Leute, heute reagieren wir auf den Lamborghini Huracan STO, heißt der bei Rocket League, in Rocket League. Das heißt, Rocket League bringt ein neues Auto raus und nicht irgendein Auto, sondern ich glaube das Auto von Monte. Wenn es mich alles täuscht, fährt glaube ich Monte auch ein Lamborghini Huracan. Und der wird jetzt einfach hier in Rocket League reingepackt. Wird ab morgen, ab dem 21. April im Shop sein. Ich bin jetzt hier auch schon auf der Website. Wir werden gleich live zusammen auf diesen Trailer reagieren. Hier sieht man es nochmal. Lamborghini stürmt Rocket League am 21. April. Und zwar wird er ab dem 21. April, ich glaube, die Zeit ist noch nicht 100% festgelegt, aber der wird ab dem 21. April im Itemshop verfügbar sein. Also ab morgen, heute haben wir den 20. April und ab morgen, ich weiß nicht genau, welche Uhrzeit, kann mitten in der Nacht kommen, kann aber auch erst 21 Uhr zum Shop Reset kommen. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier den Lamborghini Huracan. Ich würde sagen, bevor wir uns hier erstmal ein bisschen mehr anschauen, schauen wir uns erstmal zusammen den Trailer an. Ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen. Ich habe bis jetzt auch nur das Vorschaubild gesehen und hier unten ein bisschen die Banner, aber darauf gehen wir später nochmal ein. Und ich glaube, der wird einen extrem, extrem geilen Sound haben und mit extrem geilen Lackierungen verfügbar sein. Ich würde sagen, wir schauen uns zusammen den Trailer an und wir reagieren mal zusammen drauf, wie das Ganze. Ich werde jetzt nicht stoppen, ich werde den jetzt schön auf mich wirken lassen. Also alleine der Sound ist schon mal eine 12 aus 10. Und der Trailer ist bis jetzt super geil. Ich stopp hier jetzt mal ganz kurz. Ah, so viel zum Thema, ich stopp nicht. Ja, perfekt. Also alleine, wenn man jetzt hier mal ganz kurz schaut, ne? Diese Lichter, ich weiß nicht, ob die dann im Game genauso umgesetzt werden. Auch hier mit dem Lamborghini-Zeichen. Die haben anscheinend echt eine coole Kooperation mit Lamborghini hier hinbekommen, was ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finde. Erstmal, da geht dickes Props raus an Epic Games. Machen wir ganz kurz mein Facecam. Da gehen dickes Props raus an Epic Games, die hier echt für geilen Content sorgen. Und erstmal, Leute, ich will die ganzen Kommentare voll sehen mit GG an Epic Games oder sowas. Das ist super, super geil. Also wenn sowas öfters kommt, lass es bei der Weile meinetwegen noch ein Ferrari kommen. Aber was auch immer, richtig, richtig geile Autos. Und wenn jetzt hier noch ein Lambo Huracan reinkommt, sehr, sehr auf. Der Sound, ich glaube, das ist für einige Leute, werden das sehr, sehr, sehr doll feiern. Oh, das ist geil. Okay, der Trailer ist noch nicht zu Ende. Ah doch, hier. Jetzt steht hier nochmal ab dem 21. April verfügbar, also ab morgen. Der Huracan STO, hier auch schön mit der Italien-Flagge für die Leute, die es nicht wissen. Lamborghini kommt ja aus Italien. Oh, sehr, sehr sick. Okay, das war auch schon der Trailer. Dann habe ich quasi nichts verpasst. Sehr, 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 sehr geiles Auto. Und ich glaube, wenn man da noch geile Lackierungen raufballert, stell dich den mal vor. Ich weiß nicht, ob sowas wie Interstellar oder Lösungsmittel auf sowas so wirken würde. Ich glaube sogar eher nicht. Ich glaube so erst nicht. Übrigens, wenn ihr den Trailer selber noch sehen wollt, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne euch anschauen. Okay, und jetzt, ich habe mir das Ding hier schon mal durchgelesen. Also das Ding wird morgen ja in den Shop kommen für 2000 Credits. Das erhält den Huracan, also das Auto selber, mit dem rührenden V10 Motorsound. Sehr, sehr geil. Dann zwei Sätze Huracan STO Räder, also einmal V1 und V2. Ich weiß nicht genau, welche Räder das sein werden. Ich denke mal, das werden die hier sein. Und nee, das sind, glaube ich, die gleichen. Obwohl, ne, die beiden werden es wahrscheinlich sein. Einmal das hier und einmal das hier in Gold. Dann einen speziellen Huracan STO Aufkleber. Das ist entweder der blaue oder hier der, also das ist der hier wahrscheinlich. So in Schwarz finde ich sehr, diese schwarz-gelbe Kombo ist sehr, 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 sehr heftig. Sehr, sehr heftig. Aber ich glaube, können wir vorstellen, so wie Monte hier so schön in so ein schön Neongrün. Ich glaube, den werden einige so zocken. Und dann so ein Huracan STO Spielerbanner, den habe ich mir hier gerade schon angeschaut. Ich finde diesen Banner, also gerade diese Bilder hier, ich weiß nicht, ob das E-Sport ready ist, das Auto. Ich sage es ehrlich, ich glaube, dass man wird damit, ich könnte mir vorstellen, dass die Hitbox ähnlich sein wird wie bei einem Dominus. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich E-Sport ready sein wird. Aber jetzt guckt euch diesen Banner an. Ich glaube, das ist der schönste Banner. Ich weiß nicht, ob der noch animiert sein wird hier im Hintergrund. Das kann ich euch nicht sagen. Das wird man dann sehen. Aber ich glaube, das ist einer der schönsten Banner, die ich je gesehen habe. Ich finde das so, so, so edel. Wie edel sieht... Also wirklich, wie geil sieht dieser Banner bitte aus. Den hier finde ich
den finde ich okay. Den finde ich okay. Das ist der Huracan STU Player Banner. Den gibt es, glaube ich, auch gratis. Irgendwas gibt es gratis, habe ich davor gelesen heute. Kostenlos, genau. Den Huracan STO. Den Rocket League Lamborghini Spielerbanner kostenlos. Ich weiß nicht, ob das. Das ist der hier, genau. Den gibt es kostenlos anscheinend für alle. Okay, das ist sehr, sehr geil. Dann kann sich den auf jeden Fall jeder holen. Und der ist. Den hier fühle ich gar nicht so doll. Der ist dann wahrscheinlich hier in dem Set mit dabei, dass man sich dann kauft mit dem Banner, mit der Lackierung, mit den Reifen. Und also diese Antenne finde ich sehr, sehr geil. Die Antenne ist wieder super, super nice. Die weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Aber die Antenne auch. Also schön einfach nur Justice Lamborghini-Logo hier. Ist schon sehr, sehr cool. Ja, Leute. Ich weiß aber nicht. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. 2000 Credits ist meiner Meinung nach echt ein sehr, sehr happiger Preis. Weiß ich nicht, ob ich selber bereit bin, 2000 Credits für den Lambo auszugeben. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und ob ihr ihn euch kaufen würdet oder nicht. Ich werde es mir überlegen. Ich werde es mir überlegen. Ich weiß nicht, das sind ja 20 Euro quasi. Ich weiß nicht, ob der mir 20 Euro wert wäre. Ich denke, ich würde ihn wahrscheinlich eher nicht kaufen, weil ich auch nicht so unbedingt eine krasse Verbindung zu Lamborghinis habe. Ich bin eher so, viele sehen es im Hintergrund eher so auf Tesla-mäßig. Und deswegen Lamborghini und ich sind jetzt nicht so, sondern eher so. Also ich finde es ein geiles Auto so. Ich glaube, viele Leute werden ihn extrem fühlen. Viele Leute werden ihn extrem, extrem feiern. Ich kann hier nochmal ein Bild von den drei machen. Ich finde den super, super geil. Also vom Ding her, was Rocket League da gemacht hat, das sieht schon sehr, sehr geil aus. Auch der Trailer ist wieder super, super gut gelungen, würde ich sagen. Schreibt auch gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr euch den morgen kauft, vergesst auf gar keinen Fall hier Creator Code ClashXYT dazu einzugeben. Dann könnt ihr mich dabei noch ein ganz bisschen kostenlos supporten. Oder gebt irgendwelche anderen. Dann gebt meinetwegen vom Ehrenmann Martin ein, gebt von Kobrik ein. Einfach supportet eure kleinen Streamer, supportet eure YouTuber, die ihr selbst feiert. Und dann würde ich sagen, Leute, war es das auch schon mit dem Video? Nicht vergessen, Meinung in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, Leute, war ein kleines, aber knackiges Video, kleines Ankündigungsvideo für die Leute, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Ich habe das Ganze jetzt hier gerade vom Normalo zufällig im Stream erfahren. Deswegen schaut doch auf jeden Fall bei Normalo vorbei. Ist der zweite Link nach dem Trailer jetzt hier in der Videobeschreibung. Und sonst würde ich sagen, Leute, haut rein und ciao, ciao.